Hallo und willkommen zurück zu Watch Dogs. Wie ihr seht, haben wir hier einiges zu tun. Unter anderem Privatsphäre-Einbrüche vom Feinsten. Nehmen wir uns mal das niedliche kleine Auto hier. Zack. Wir haben hier auch noch fixe Aufträge und sowas. Also wir haben nebenmissionstechnisch noch einiges zu tun. Hier bin ich richtig. Na danke. So. Oh jemine, wieder sowas. Was soll ich nur tun? Das ging doch leicht. Hör mal, Lieblinge, ich weiß, wie schwer das ist, aber wir müssen über das alles reden. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch schaffen. Diese Behandlungen kosten uns alles, was wir haben. Und weil du nicht unterrichten kannst und weil das Baby unterwegs ist, wir müssen über unsere Optionen reden, solange es noch geht. Liebes, ich weiß... Ich weiß, das müssen wir. Ich verspreche es. Ich verspreche es dir. Uns fällt was ein. Wir finden eine Lösung. Uns fällt was ein. Okay. Oh je. Die haben ernsthafte Probleme. Da störe ich lieber nicht weiter. Ey, ich steck fest. Ich bin hängen geblieben. Oh. Schwupp. Und rüber. So, so neutralisiert man Verbrecher, Leute. Das war toll. Das war so toll. Ja, wir haben dann eine Sehenswürdigkeit voll übersehen. Die holen wir uns. Mit unserem niedlichen Auto greifen wir sie an. Denn ich will alles erledigen. Einfach alles. Oh yeah, drück drauf. Vom Auto aus konnten wir die nicht scannen. Da war doch irgendwas, ne? Weil das ist immer leichter, einfach ranzufahren und dann die abzuschnipsen, sag ich mal. So, was haben wir denn hier? Wurstbottichmörder. Oh. So, nächstes Ziel. Wo haben wir noch was zu tun? Da hätten wir einen QR-Code, den wir knacken müssen. Und so werden wir nämlich Stück für Stück hier diese Stadt langsam knacken und alles erledigen. Das kriegen wir schon gebacken. Das kriegen wir schon hin. Heile, heile, Gänschen, das wird schon wieder gut. Heile, heile, mal ist back in 100 Jahren, ist alles weg. So, jetzt pass mal auf, wo ist denn der Code hier? Da sehe ich den Lümmel. Ich brauche irgendeine Startkamera, mit der ich mich umsehen kann. Ah, ich bin hier aber ein bisschen weit weg. Ich muss zwar hoch hinaus. Wo war der Code nochmal? Der war doch hier irgendwo da oben, oder? Ja, da. Aber ich muss da von sehr weit oben drauf schauen. Von sehr, sehr, sehr weit oben. Das bedeutet, ich brauche eine Kamera. Mir ist echt egal, was er früher gemacht hat. Als Kind habe ich mich ständig geprügelt. Mann,
dir gar nicht vorstellen. Hey, die Leute ändern sich, wenn sie keine Teenager mehr sind. Trotzdem. SMS. Mein Mann sagt, er hat die Beute abgestellt. Muss nur abgeholt werden. Ich rühre das Zeug nicht an, gehört alles dir. Ja, okay. Ich brauche eine Kamera, hoch oben. Das Studium führt dich auf den Weg der Erleuchtung. Lies das. Aber ich finde keine Kamera hier oben. Und ich muss ja echt von ganz oben irgendwo ran. Ich muss da hoch. Ich weiß gar nicht, wie zur Hölle ich das schaffen soll. Die Kamera, die muss ja so dermaßen hoch sein. Die ist bestimmt irgendwo da oben. Ich muss irgendwie da hoch. Ich muss da oben ran. Aber wie? Hey, gib mir dein Geld. Und zwar alles. Shit. Ich hol den. Einfach mal schweben, nett. Wo ist denn das Gebäude, wo ich rauf wollte? Das war das hier, ne? Da muss ich hier irgendwo eine Kamera finden. Das wollte ich nicht. Die Kamera wollte ich. Ich glaube nicht, dass ich von hier irgendwie da ganz rauf komme. Hat das Gebäude irgendeinen Eingang, dass ich aufs Dach komme? Geht's nicht gut. Keine Kamera. Es war ein Liefereingang, den wir aber leider nicht öffnen können. Das ist ein richtig schwerer Code, Leute. Ich finde keine Kamera. Weil der Code, der ist so gebaut, man muss aufs Dach drauf gucken. Man muss also ziemlich hoch sein. Und das ist das Problem. Das ist mein Durchbruch. Hier habe ich noch ein bisschen was geholt an Kohle. Ah, das ist schon wieder nur so eine blöde Kamera. Ah, da oben sind doch gar keine Kameras. Wie soll ich denn an den QR-Code rankommen? Wo genau war der denn? Der war irgendwo hier oben, ne? Da sehe ich ein Stück. Wir gehen mal hier rauf und gucken mal, ob wir vielleicht von woanders da rankommen. Du siehst irgendwie anders aus. Es kann ja auch von der anderen Seite kommen. Wir probieren es mal hier nochmal ein bisschen. Da oben. Da ist der Code. Okay. Oh, das ist viel zu viel Nachdenkarbeit für mich. Und? Was gibt's Neues? Oh, okay. Ja, ist schon klar. Ja, ja. Richtig, aber. Es kann auch eins von den Gebäuden sein. Da oben ist eine Fensterputzplattform. Oh, das sieht doch schon besser aus.
Das sieht viel besser aus. Wir müssen nicht so hoch. Wollt ihr mich? Wo lang war das? Da lang war das. Okay. Heftig, wie viele Stromausfälle wir hier in der Zeit haben. Ist es jetzt wieder in Reichweite? Ja. Oh, endlich. Moment, bevor wir das weiterhören, markiere ich mir schon mal das nächste Ziel. Hier unten, was ist das? So fängt man verdächtige Übergaben mit wertvollen Objekten und Herstellungskomponenten ab. Hacken Sie Zivilisten, um die Fundorte von interessanten Objekten zu entdecken. Erreichen Sie einen solchen Ort und nehmen Sie mit, was Sie dort finden. Okay. Kann ich machen. Bad Boy kennt ihn persönlich. Dieser Typ bereitet blumenstarke Kopfschmerzen. Raus, sofort! Er geht einfach in ihr Kontrollzentrum und haut wieder ab, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber er hat Ärger. Irgendwas mit seiner Familie. Die haben sich privat unterhalten. Würde mich aber nicht wundern, wenn wir bald mit dem Typen zusammenarbeiten. Nehmen Sie mit, was Sie finden. Ich bringe ihn um. Wegen ihm ist mein Bruder im Knast lebenslang. Wenn du das machst, werfen die dich zu deinem Bruder dazu. Mit dem Knast komme ich klar, aber der Wichser darf damit nicht durchkommen. Tu es nicht, Mann! Lass mich in Ruhe, ich bin hier am Gucken, ich suche Hinweise, ja? Nimm mit, was du findest, die sind gut. War das was Wichtiges? Was ich brauchte, eventuell? Ne. Die haben gesagt, ich soll Personen hacken. An alle Fahrer, geht jetzt in Position, das Rennen geht los. Das ist was für Multiplayer. Den Anruf habe ich schon mal gehört, das ist nichts Wichtiges. Was genau stand da? Da stand doch, wir sollen hacken, ne? Hacken Sie Zivilisten, um die Fundorte von interessanten Objekten zu entdecken. Ah, es gibt schon interessante Objekte, hä? Hier. Haha. Oh, man muss ja wissen, was die meinen. Sammelbares, ein Primatsphäre-Einbruch. Natürlich. Ja, das CTOS bietet ein System, das jeder Idiot hacken kann. Ah. Halt, stopp. Hier wollen wir nicht lang. Wir wollen hier oben lang. Um zu gucken, wo man auskommt. Okay, ein neuer Privatsphäre-Einbruch. An den wir aber nicht so leicht rankommen. Oh, da müssen wir ja schon wieder sonst wohin rennen. Und es ist so finster hier unten. Da, entriegeln. Da müssen wir auch entriegeln. Entrieselt. Ah, das Flackern ist immer noch da. Schade. Müssen wir jetzt ernsthaft den ganzen Weg zurückrennen? Das finde ich ja aber unangenehm.
Lustig, Sir. Du checkst ein und sofort gibt es kein Telefon, Internet oder andere Elektronik mehr. Stell dir vor, die Welt auszuschalten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Sicher könntest du. Du musst sogar. Jeder sollte das. Ist die neue Mode. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Wie viel? 2 Riesen. Eine Nacht, du bist verrückt und dann kein Internet? Ist es absolut wert. Naja. Da kann man ja geteilter Meinung sein. So, jetzt entriegel das Ding mal. Ich will da nein. So kann es nicht weitergehen. Du musst essen. Hör zu, ich verstehe. Ich weiß, dass es schlimm für dich war, ihn zu verlassen, aber das wird besser. Ich weiß, es fühlt sich falsch an. Ich weiß, das ist nicht dein Zuhause, aber es kann dazu werden. Das ist eine Puppe. Es sollte dazu werden. Nein, nicht. Sag bitte nichts. Lass mich weiterreden. Das ist eine Puppe! Bitte, ich habe Monate gebraucht, um den Mut dafür zu finden. Das ist eine Puppe. Ich verabschiede mich lieber von euch, das wird mir hier zu krank.